Ich habe keine sensationellen Nachrichten zu vermitteln. Aber Sie wissen ja, wie es in Syrien aussieht. Syrien ist jetzt ohne jeden Zweifel die schwerwiegendste Krise, vor der die Völkergemeinschaft steht und auch in erster Linie das syrische Volk, die Region und die übrige Welt auch. Die Entwicklungen der letzten Tage haben sich dramatisch zugespitzt nach all dem, was am 21. August passiert ist. Das war letzte Woche. Es sieht so aus, als sei da ein bestimmter Stoff eingesetzt worden, durch den viele, viele Menschen getötet wurden. Hunderte, sicherlich, vielleicht noch mehr. Manche sprechen von 300 oder 600 oder 1000 oder vielleicht sind es auch noch mehr als 1000. Das ist natürlich völlig unannehmbar und empörend. Es unterstreicht, wie gefährlich die Lage in Syrien ist und wie wichtig es für die Syrer und die internationale Gemeinschaft ist, in dieser Situation den politischen Willen zu zeigen, sich mit dieser Thematik ernsthaft zu beschäftigen und nach einer Lösung zu suchen. Sie wissen ja auch, dass wir daran gearbeitet haben, Versuche unternommen haben, die verschiedenen Parteien und auch alle anderen zur sogenannten Genf II-Konferenz zu bekommen. Wir arbeiten im Wesentlichen mit den Amerikanern und den Russen zusammen, denn das ist ja das Treffen vom 7. Mai in Moskau, das ja eine Rolle spielt zwischen Außenminister Lavrov und Außenminister Kerry. Diese Begegnung damals hatte ja dazu geführt, dass gewissermaßen ein internationaler Raum geschaffen wurde, damit wir an dieser Konferenz arbeiten können und sie vorbereiten können. Was am 21. August sich dort zugetragen hat, lässt es als noch dringlicher und wichtiger erscheinen, Voraussetzungen für eine erfolgreiche Genf-II-Konferenz zu schaffen. Ob es dazu kommen wird, kann ich im Augenblick noch nicht sagen. Ich bin sicher, dass Sie auch Fragen haben. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich nicht alle Ihre Fragen beantworten kann. Ich vertrete die russische Nachrichtenagentur TASS. Die Entwicklung in den letzten Tagen hat gezeigt, dass eine internationale Intervention in Syrien wahrscheinlicher geworden ist. Was glauben Sie denn, was dann passiert in einem solchen Fall? Wie sehen dann die Aussichten für die Zukunft von Syrien und Lösungsmöglichkeiten aus? Ja, wie Sie, ich lese auch bei TASS und in anderen Nachrichtenmeldungen Geschichten über mögliche Interventionen militärischer Art in Syrien. Ich weiß nicht, ob etwas derartiges von den Amerikanern schon beschlossen worden ist. Denn es ist ja so, dass die Amerikaner angeblich über eine solche Intervention nachdenken. Ich weiß nicht, ob dort schon ein Beschluss gefasst worden ist, ob es dazu kommen wird. Ich habe mit den Amerikanern gesprochen, auch mit den Russen. Beide Seiten, beide Staaten sagen mir dazu, man sei weiterhin daran interessiert und engagiere sich dafür, die Genf-II-Konferenz abzuhalten. Beide wissen, dass das, was sich am 21. August zugetragen hat, sich auswirken wird darauf, wie man diese Konferenz abhalten kann. Mehr kann ich dazu nicht